heute ist er, der errechnete Geburtstermin. Naja, wir packen die Koffer. Ist es soweit? Das ist auf jeden Fall die große Frage. Und es gilt natürlich noch ein Problem. Da müssen wir mal schauen. Naja, was genau passiert, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Unterwegs auf der Straße. Mops, du packst den Koffer ein. Ist es jetzt soweit? Nein. Gehört man ja nicht, ne? Ist nicht soweit, aber ist vielleicht mal gut, wenn wir jetzt alles gepackt haben. Die Kliniktasche ist jetzt offiziell ein Tag vor dem errechneten Termin endgültig zusammengepackt. Vorher war alles so, ja, halb gepackt, beziehungsweise da lag was. Also ich hatte schon Sachen drin, aber dann hatte ich halt noch was oben und das ist jetzt halt auch drin. Genauso die Abholsachen fürs Baby sind quasi auch schon mit drin. Genau, alles, was man braucht. Und ja, dabei zu haben, ist es ja nicht verkehrt. Mians gepackten Rucksack haben wir ja auch drin. Ja, und der ist ja auch gepackt in Gelb, ne? Ja, gestern habe ich vorsichtshalber noch mal eine Zahnbürste oder so ein Zweierset Zahnbürsten geholt. Nicht, dass man da irgendwie in der Eile irgendwie die elektrische Zahnbürste vergisst. Deswegen lieber eine drin haben. Hast du auch Zahnpasta dabei? Zahnpasta habe ich letztens extra noch ein Paket geholt. Dachte ich, komm, tu es einfach rein und ja. Also auch für Mian dann wahrscheinlich, ja, genau, ne? Für Mian habe ich auch eine normale Zahnbürste geholt und Zahnpasta. Ja, von daher sind wir alle bestens ausgestattet. Man weiß ja nie, wie lange ja sowas dauert. Wobei, ich bin dann ganz positiv, das geht flott. Aber man weiß ja nicht, Tag zu welchen Zeiten das ist. Achso, ne? Aber du bist jetzt einen Tag vorm errechneten Termin, ne? Das habe ich ja gerade schon gesagt, dass quasi einen Tag davor die Tasche jetzt zu Ende gepackt ist. Ja, man weiß ja nie, um welche Zeit das ist oder so. Wenn das mitten in der Nacht ist, möchte ich mir ja trotzdem irgendwie dann morgens oder so die Zähne putzen. Ja, bei mir hatte ich ja die Ruhe weg morgens. Ich habe noch gesagt, bring noch dies weg. Da mussten wir noch was holen, besorg noch das und hier und da. Und so sind wir dann immer am Hörer verblieben und haben alles geregelt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt solltest du kommen. Ich war in der Zeit noch duschen gewesen. Aber das war so mein innerliches Gefühl, dass man gesagt hat, okay, es geht noch. Und man weiß ja nicht, wie es diesmal ist. Von daher, vielleicht habe ich nicht dieses Gefühl, ich kann jetzt noch in Ruhe Zähne putzen. Deswegen lieber eine Zahnbürste mit dabei haben. Guten Morgen von mir allein. Wie ihr hört, ich stehe an der Kreuzung und muss gleich weiterfahren. Ich fahre zum Gynäkologen. Heute ist der errechnete Termin. Ja, ich habe ihn erreicht. Viele erreichen ihn nicht. Und ja, es wird wieder ein CTG geschrieben, schätze ich mal. Aber ich hoffe, dass das Baby morgen kommt. Das ist ja meine große Hoffnung. Ja, Mian war auch drüber und ich muss weiterfahren. Hallöchen aus der Kommandozentrale. Ich war beim Frauenarzt gewesen. Mittlerweile habe ich mich mit Illo und Mian getroffen. Wir sind wieder on the road. Ja, mit dem Baby ist alles okay. Herztöne sind okay. Von daher, was will man mehr? Ja, wie fühle ich mich am errechneten Termin? Wie fragen sich vielleicht sich dann, viele. Ne? Ich fühle mich, als wenn ich platze. Viele Frauen von euch kennen es vielleicht irgendwie. Ja, es ist halt zum Schluss einfach nur noch körperlich beschwerlich. Aber ich habe halt morgen meinen Tag, da hat sich vielleicht ja jemand gerade auch schon gefragt, hä? Ja, also für mich hat das Datum morgen eine besondere Bedeutung, weil dieser Tag quasi hat Mian auch Geburtstag an diesem Tag vom Datum her. Und diesen Wochentag auch. Und diesen Wochentag auch noch, der trifft genau auf den gleichen Wochentag wie bei Mian. Und mein Vater und mein Opa haben auch an diesem selben Datum, aber zu einer anderen, natürlich zum anderen Monat Geburtstag, aber auch diese Zahl wieder. Und das wäre halt das, was ich total schön finden würde. Natürlich, ganz klar, Leute, Gesundheit an erster Stelle, keine Frage. Aber man darf doch einfach Wünsche haben oder ja, Träume haben irgendwie.
Und ey, jetzt mal ganz ehrlich, das wäre doch der Knaller, wenn das auf natürliche Art und Weise so geht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es hat so sollen sein, dass es so kommt. Und die Psyche spielt ja auch immer eine große Rolle. Und ich habe für mich jetzt selber gesagt, okay, es darf jetzt dann losgehen, dass das Baby morgen kommt. Die Nächte, wenn ich irgendwie was gemerkt habe, immer gesagt, nein, du musst noch so und so warten. Und jetzt ist so, du darfst dann jetzt dich auf den Weg machen. Gibt es denn irgendwelche Maßnahmen, die du jetzt heute ergreifst? Wir waren Weihnachten bei einer Freundin und die hatte welche Maßnahme? Genau, wir haben einen Tag vor Heiligabend waren wir bei einer Freundin, als wir in Deutschland, wir sind ja nach Deutschland geflogen. Und die war halt auch hochschwanger und sie sagte noch, es soll aber nicht Heiligabend kommen. Und wir waren einen Tag vorher bei ihr, weil wir gesagt haben, wer weiß, ob es dann funktioniert, wer weiß, wann sie jetzt im Kreißsaal kommt. Und wir wollten ja wieder zurückfliegen und genau. Und dann war ja Weihnachten gewesen und ja, wir waren auf jeden Fall bei ihr und sie hat eine Cola getrunken. Ja, und, die war nur Cola ja, ja, die trinken, hat Cola, ne? Und hat sonst keine Cola getrunken. Ich trinke ja sowas auch nicht und von daher werde ich jetzt auch eine Cola trinken. Aber warte trinken. Mal, sie wollte ja nicht, dass das Kind kommt, aber jetzt nicht am 24. Aber sie hat es einen Tag vorher getrunken und wir haben quasi uns abends von ihr und ihrer Tochter verabschiedet. Sind dann gegangen und dann sagte sie noch, ja, die Kleine geht jetzt ab in die Badewanne irgendwie und dann kam irgendwann kurz danach die Nachricht, hey, hör mal, bei mir geht's jetzt hier irgendwie los und ja, und dann kam Heiligabend nachts ein Christkind ist geboren, ja, genau, und deswegen habe ich die Hoffnung in Cola und ja, meine Psyche hat bei Mian nämlich auch damals, der Mian war auch über ein ET und ich wollte halt keine Einleitung haben, ich wollte halt gerne, dass das alles natürlich losgeht und da war auch dieses, oh nein, noch ein paar Tage, dann kommen sie dir mit Einleitung und sowas. Klar, wenn es sein muss, muss es sein. Keine Frage, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber da war das auch so. Da habe ich zu mir im Bauch gesagt, so, du musst dich jetzt auf den Weg machen, du musst jetzt kommen. Und dann ging es quasi nachts los. Von daher, ja, drückt mir die Daumen. Und genau ja, so. Ja, viele haben ja schon gefragt, wird es dann ein Vlog von der Geburt, also dich im Kreißsaal? Ich glaube, so krass wird es nicht sein. Nein. Es wird mehr so wahrscheinlich, dass ich immer mal berichte, so wie wird es dann sein. Mal schauen. Auf welchen Stand. Ich kann halt dazu nichts sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle, wie ich lustig bin oder schweres irgendwie Thema was. Thema auch, ne? Das ist, was heißt ein schweres Thema? Ich kann nicht sagen, jetzt Stand würde ich sagen, okay, ich zeige vielleicht irgendwie das eine oder andere, aber ich weiß nicht, wie es mir einfach geht. Ich muss gucken, wie ich mich fühle. Das sind sehr private, intime Momente und wenn ich meinen Illo auf einmal, der übertreibt auf einmal und macht da irgendwie was und sagt dann, jetzt mach hier mal Tonprobe und fängt da an, auf einmal alles aufzubauen und so, da werde ich ihn, kann ich mir schon vorstellen. In dem Raum werde ich mit Sicherheit ja. Wenn er auf einmal dann irgendwie verschwinden will, um eine Aufnahme zu machen, ich habe das Gefühl, er muss jetzt aber hier bleiben, dann geht das auch nicht. So, ne? Also von daher. Ja, ihr habt es vielleicht erlebt bei den Frauen, ne? Nur angeschrien, wo der Mann oder keine Ahnung. Nee, also was ich ganz oft irgendwie höre oder erlebt habe, dass die Frauen den Männern im Kreis die Schuld geben und sagen, du bist was schuld, du Arsch. Also Mops hat mich bei der ersten Geburt gut behandelt eigentlich. Ja, ne? Ich war ganz nett. Illo hat mir Waschläppchen gebracht, das tat mir super gut und das möchte ich jetzt auch. Der Illo ist mein Waschlappenbringer. Ja, auf jeden Weil Fall. Der Illo sagt, oder ich selber, ich habe noch nie so geschwitzt wie bei der Geburt. Und, ist auch total aufregend. Also, ne? Ich denke immer auch, gehe jetzt abends mal früher ins Bett, aber ich habe immer so viel abends zu tun, trotzdem noch Papierkram und auch hier Video, wegen Illo und Mops und so weiter genau. Einiges machen. Aber deswegen, ich komme gar nicht vor 12, 1 Uhr ins Bett. Aber ich muss jetzt mal heute eigentlich zusammen mit dir ins Bett. Und die Arbeit kann sich dann ja nach hinten schieben. Also ja. Ja, ja, es bleibt spannend. Wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal einen Router besorgen. Ich habe ihn ja zerschossen. Ne? Also, ja, klasse Leistung. Genau, wir brauchen einen neuen Router. A, natürlich dann wieder, wenn wir hier auf Tour sind, im Wohnmobil. Und B, einfach für die Wohnung, weil ich habe quasi nur, Illo hat einen Vertrag hier, ich hab nur eine Prepaid-Karte und ich hatte mir halt über meine Prepaid-Karte hatte ich mir nur ein paar Gigabytes gebucht und dadurch, weil wir eine Wohnung keinen Router haben, habe ich die ganz, ganz schnell verballert, die Gigabytes und ja, ich möchte halt einfach Dings oben. Wir haben ja eine SIM-Karte, zwei eSIM, im Prinzip, du musst dir immer einen Hotspot geben und ich finde, das ist total ätzend. Ja. Also ich habe dann einfach lieber einen Router, so, da kann man drauf zugreifen. Wenn man ist keinen Bock so. Hat, kann man den Router ausmachen, Nein, auch, aber das verbindet dieser sich Hotspot, selber. Hotspot, ne? das löst sich dann irgendwann, dann sage ich, gib mal Internet rüber und das ist irgendwie nicht das Wahre und von daher ist es so das Beste. Und wir brauchen ja eh wieder einen Router und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg.
Nach dem Router, genau. Wir wieder haben viel gequasselt, ihr kennt das bei uns. Ja, so ist es halt. Ne? So ist es halt, genau. Ja, hier hätten wir dann zwei, wo das gehen würde. Ein 4G LTE-Router. Sehr teuer. Sehr teuer. Ich ärgere mir gerade einen Arsch. Ach Junge, ey. Ja, da hast du wieder richtig Geld gekostet. An dem Tag ist noch was anderes schief gegangen, aber komm. Schwamm drüber. Ich könnte jetzt auch den hier einfach nehmen. Das wäre ein 4G LTE Wi-Fi Hotspot Ding. Ich habe mal gerade bei eBay Kleinanzeigen geguckt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Aber das wäre eigentlich auch eine Sache, die könnte dann Mops mit ins Krankenhaus nehmen. Also wir haben ja eine SIM-Karte von unserem Vertrag. Der kommt dann da rein und dann haben wir einfach was. 44 Euro, ja gut, wollen wir jetzt nicht gerne bezahlen. Aber ja, ärgerliche Sache, aber freundlich sein, lächeln und zahlen, logisch. Nee, wir haben doch überlegt, doch nicht freundlich sein, lächeln und zahlen. Wir haben ja eigentlich alles. Wir lassen den Router jetzt doch liegen. Und im Prinzip, ich will euch das mal erklären. Also wir haben zwei eSIM, eine normale SIM-Karte. Die normale SIM-Karte, die war immer im Router drin. Diese SIM-Karte können wir einfach in ein x-beliebiges Handy reinpacken. Und man kann es ja wie den Router einfach mitgeben, muss dann halt den Hotspot machen. Das könnten wir machen. Oder wir haben überlegt, im Prinzip in meinem alten Handy, wo der Mian ab und zu auf der Fahrt immer was gucken darf, das nennt er das Guck-Handy, da ist die eSIM drauf gespielt. Und wir könnten jetzt eigentlich nach Telekom fahren, die eSIM einfach von dem einen Handy auf das andere Handy, weil Mops hat auch noch ein altes Handy, im Prinzip rüberpacken, hätten dann die SIM-Karte noch frei. Könnten uns eine Lösung überlegen für den Router. Wir haben da sowas im Auge. Das könnten wir dann umsetzen. Werdet ihr natürlich alles erfahren, wie wir das dann genau machen. Und hätten so eigentlich die perfekte Lösung. So wäre auf dem Guck-Handy nie Internet. Da müsste man dann immer einen Hotspot rübergeben, weil wir laden da immer Videos vor für ihn. Und genau, so werden wir es machen. Und ich glaube, so ist die beste Lösung. Und so haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal Geld gespart. Wir haben das auch nur gemacht, weil der Upload und der Download so schlecht ist bei dem Teil, bei dem Billigprodukt jetzt. Und das lohnt sich jetzt einfach nicht. Ich glaube, wir machen jetzt damit alles richtig. Wie macht ihr das denn? Das würde mich jetzt auf jeden Fall mal interessieren. Zurück, das Fahrzeug ist geparkt. Es geht wieder hoch in die Wohnung. Das Warten geht weiter. Aber wir haben uns heute noch was Schönes einfallen lassen. Wir nehmen euch dann im nächsten Video auf eine Reise mit. Ja, die uns wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen länger begleiten wird. Naja, drückt uns weiter die Daumen. Wann ist es soweit? Mit dem Baby. Ihr wisst, es wird ein Junge. Nur wie sieht er aus? Wie heißt er und so weiter? Alles sind noch Fragen. Wie kam er raus? Naja, wir gucken mal. Alles klar, bis dann. Ciao.